So. Aufseher Logbuch Flagwoods. Voltec Pappaufsteller, Pappaufsteller Wasserpumpe. Aufseher Logbuch Flatwoods. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... Naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist. Das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab und das sollten sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Okay, gut, wer bist du? Heather Ellis mit Hund Chloe. Diese bist du wegen des Responder-Trainings hier? Okay. Ja, auf jeden Fall. Dann bist du nicht allein. Viele Menschen kommen wegen der Funknachricht der Responder hierher. Bei mir ist es genauso gewesen. Eigentlich wollte ich nur das Training machen und dann weiterziehen. Aber ehrlich gesagt, gefällt es mir hier. Ich finde es schön, all die Leute kennenzulernen und mir ihre Geschichten anzuhören. Moment! Gehörst du zu diesen Leuten, die in Vault 76 waren? Vault 76? Du. Nee. Naja, ist auch egal. Ich bin wohl keine so gute Menschenkennerin, wie ich dachte. Okay, kann ich dir was fragen? Nur zu! Was hat es mit den Responder-Klamotten auf sich? Die habe ich in einem der Häuser gefunden. Sie sitzen wie angegossen, sind bequem und noch dazu robust. Nun, sie haben für mich einen gewissen sentimentalen Wert. Ich bewundere die Responder, seit ich zum ersten Mal von ihnen gehört habe. Wofür sie standen, den Menschen um jeden Preis helfen, das war unglaublich wichtig. Erzähl mir von dir. Von mir gibt's nicht viel zu erzählen. Ich kam mit Paige und den anderen rein und war dann eine Zeit lang in Foundation. Das war schön. Irgendwann wollte ich meinen eigenen Weg gehen, weißt du? Ich wollte neue Orte sehen und rausfinden, wer ich wirklich bin. Als ich die Funknachricht über Flatwoods hörte, musste ich die Responder unbedingt kennenlernen. Also kam ich hierher. Ich blieb hier, um zu sehen, was ich sonst noch lernen konnte. Das ist meine Geschichte. Okay, erzähl mir von der Foundation. Das ist eine Siedlergemeinde in den Bergen im Osten. Ist eigentlich ein ganz nettes Fleckchen. Es ist aber ein verdammt gefährlicher Trip dorthin. Ich war selbst dort und habe es nur mit knapper Not überlebt. Ich würde so lange im Wald bleiben, bis ich bereit bin, mit richtig fiesem Scheiß fertig zu werden. Erzähl mir von Paige. Man kann ihn als Anführer von Foundation bezeichnen. Ich habe ihn nie richtig kennengelernt, aber er schien anständig zu sein. Ehrlich und zuverlässig, kümmert sich um die Menschen. Sowas in der Art. Gut. Okay, worum geht's? Dankeschön. Kein Problem. Gut, registriere dich als Chloe, Freiwillige. Oder ich Iris. Wer weiß? Ja, ich sag nee, komm. Schreibmaschine, Kaffeetasse, Plastikteller, Sonnenbrille. So, Händlerrobot. Oder Händlerbot Bob. Lass mal handeln. Was hat er denn?
Ich habe nur 14 Kronkorken. Baupläne, Chemikalien-Schutz sind immer noch sauteuer, ne? Kann es sein. Kochherd, Lederrüstung, oh, der hat echt viel. Okay. So, dann Gegenstände verwerten. An den Scheißen, jetzt ziehst du mir hier mal diese Greaser-Jacke an. Den ziehst du aus. Wie schaut das aus? Ja, schon. Viel besser. Okay. So, hier oben waren auch noch Ventilatoren. Sponderleiche, Bunsenbrenner, Mikroskop, Ventilatoren gibt alles, Federn und Co. Klemmbrett. Das hat mich gebeten, zu erzählen, wie ich hierher gelangt bin. Sie bittet jeden darum. Also habe ich zugestimmt. Ich heiße Colonel und ich bin 13 Jahre alt. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid für alles. Die Bomben und die verrückten Leute und für die Kühe mit den zwei Köpfen. Alles. Ich war böse. Einfach böse. Ich habe beim Diktat geschummelt. Ich habe Chip Wilkins gegens Schienbein getreten, bis er geheult hat. Ich habe Rosie McCloy die Treppe hinuntergeschubst. Ich habe Löcher in alle Turnhosen geschnitten. Und in den Kartoffelbrei in der Cafeteria habe ich Klebstoff getan. Ich habe Harold Newell gesagt, dass ihm Muskeln wachsen, wenn er täglich 10 tote Fliegen isst. Und ich habe Nuka-Cola in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Und ich will nur sagen, dass es mir alles leid tut. Denn mein Vater hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. Ja, er war schuld. Hätte nicht so viel gemobbt. Seit die Bomben fielen, habe ich Daddy nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er gegangen, weil er böse auf mich ist. Ist schon in Ordnung. Ich werde jetzt nur noch gut sein. Okay. Ich bin noch nicht alt genug, um ein Freiwilliger zu sein. Aber Dasa meinte, ich könnte Nahrungsmittel und Wasser sammeln. Ich werde mich bessern. Versprochen. Und... Okay. In einem Baumstumpf. Fruchtbar, ey. Das will ich jetzt nicht machen. Event, automatische nein. Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Also viele Leute noch einmal. Sind. Okay. Geständnisse eines Süchtigen. Tja, das war's dann wohl. Ich
denke, sowas nennt man einen Tiefpunkt. Ich vermisse ihn immer noch, Billy. Ich weiß, dass er zu jung für mich war. Aber er hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Obwohl mir eigentlich der alte Billy fehlt. Der den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als mit mir Radio zu hören und zu trinken. Ja, ach, ist schon vorbei. Okay, gut. Ich dachte, die sammelt, rede noch was. Ich hätte verschwinden sollen, okay, als Billy und seine Freunde anfingen, kleine Katzen und Hunde zu quälen. Seine Freunde taugten nichts. Aber mich hat das nicht abgeschreckt. Ich kann gar nicht glauben, dass ich es erst kapiert habe, als ich sah, wie die Köpfe von Leuten auf Pfähle gesteckt wurden. Also, was bleibt einem alten Mädel wie mir übrig? Ich stehle alle Nahrungsmittel. Ich stehle alle Camps. Und dann hau ich verdammt nochmal ab. Ich würde mein letztes Essen eintauschen, nur um ihre Gesichter zu sehen. Ich weiß, dass Billys Freunde das richtig sauer machen wird. Aber das ist mir scheißegal. Okay. Gut, ist jetzt fertig. Bist du fertig? Ich sage mir, dass die kleine Stadt auf der anderen Seite des Flusses mir leid tun sollte. Aber wenn ich ehrlich bin, und dafür ist dieses Band gedacht, ist mir das vollkommen egal. Ich bin süchtig. Aber es sind nicht die Camps, die mich letztendlich fertig gemacht haben. Es war immer Billy. Billy. Okay. Bist du jetzt fertig? Gut, okay, dann registriere ich mich mal. Wunderbar. Zum Kontakt, eins nach dem anderen. Finde Kesha McDermott. So, Sanitäteranzug, Heilsalbe, Patrone, Bauplan, Schlagringe. Ist gleich. Und Level Up, sehr schön. Ey, das klingt doch super. So. Und mehr ist ja nicht. Gut, dann würde ich sagen, erstmal hier dick Levelaufstieg. Jawohl. Leibwächter, also verschlossen hier. Wie nennt man einen ehrlichen Anwalt? Ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, okay, ist in Ordnung. Ist okay, ich... So, warte mal, ich will hier Perception... Konzentriert es vorher jeder Wertsangriff auf das gleiche Körperteil über den Schaden. Bei extra Wurst Chance von 40% zusätzliches Fleisch von Tierkadavern zu halten. Nope. Das war bei Strength, Reiseapotheke. Camps viel weniger. Endurance war, glaube ich, nur der Dromedar und der Bleimagen, genau. Charisma, kann ich hier eigentlich den. Einsamen und Herziehenden noch nicht, das heißt, er kommt erst noch. Intelligenz, Weiß Hilfe, dann würde ich sagen, geht's weiter in den Action Boy. Und genau. Hacker Skill. Einsamer Umherziehender, wunderbar. Den nehme ich mit, denn ich erleide 10% weniger Damage und habe 10% mehr AP-Regeneration. So, nimmst du den und den. Meinetwegen noch den. Und der Rest passt. Okay. Kesha McDermott finden. Okay, letzte Aufenthaltsort, Flatwoods River.
lernen, wie man Wasser herstellt. So, und es gilt noch den, den Schatz zu finden, ne? So. Als nach dem anderen. Wassertestkit. Also, Dasa hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Kesha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen. Geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle. Offene Küchen. Medizinische Versorgung. Schutz. Wir waren endlich sicher. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Die Leute kochten das Wasser ab, aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Nun ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft. Gut, dann würde ich sagen, holen wir mal das Zeug aus dem Wasser, die Wasserprobe. So. Ich würde natürlich die ganzen Dialoge mitnehmen, so wie man es kennt. Einfach ein bisschen von der Geschichte hier noch mitzuerleben. So, jetzt hier Wasserprobe sammeln. Okay, test eine Wasserprobe aus dem Wasserpumpen von Lightwoods, die waren da hinten. Ich glaube, dass da irgendwelche Viecher waren. Ich glaube, verbrannte. Oder auch nicht. Nein. Gartenzwerg, den nimmst du mit. Und die Blumenerde und Blumentöpfe brauchen wir auch. Ganz wichtig. So, Eimer Wasserprobe sammeln. Okay.
analysiere die Ergebnisse des Wassertestkits in Keshas Labor. Responder Dossa hat mir für meine überlebenden Geschichte ein paar Vorräte gegeben, also... Was war... Ich heiße Scott Shepard und mir geht es ganz gut. Vor dem Krieg war ich Krankenpfleger und daran hat sich nicht viel geändert. Nur, dass ich jetzt für die Responder arbeite und zwar ohne Bezahlung. Die Regierung ist im Grunde auch nicht anders als früher. Gescheitert, planlos, nicht vertrauenswürdig. Das weiß jeder. Wollt ihr die wahre Ursache für den Krieg wissen? Aliens. Ihr glaubt, ich mache Witze? Passt auf. Kurz bevor alles zur Hölle fuhr, da habe ich sie gesehen. Ich war mit meinem Hund im Garten und grillte Hamburger, als ich ein Rascheln im Gebüsch hörte. Und so eine Art Zischgeräusch. Dann wurde mir auf einmal schwindelig und ich fiel zu Boden. Dabei hatte ich gar nicht viel getrunken. Als ich aufwachte, sah ich im Gebüsch etwas verschwinden, dem mein Hund hinterherjagte. Da wusste ich, dass etwas faul war. Später kam mein Hund mit einem grünen Hautfetzen im Maul zurück. Grün, wie Moos oder so. Beinahe 10 Tage später fielen die Bomben. 9 Tage und 19 Stunden, um genau zu sein. Das sind 235 Stunden. Ihr wisst, wofür die 235 steht. Genau, die Ordnungszahl des Spaltisotops von Uran. Sie hatten es von Anfang an geplant. Aber warum sollten sie es auf mich abgesehen haben? Scott Shepard, den Krankenpfleger. Diese Frage habe ich mir auch Okay. Das alles hier ist inszeniert. Unsere Leben, unsere Gedanken. Alles wurde für uns entworfen. Genauso wie diese Aufnahme. Alles, was ich sage, wurde geplant. Wach auf, Appalachia! Wir müssen die Verschwörer finden und sie aufhalten. Dann abgekochtes Wasser herstellen. Haben wir das auch gemacht? Wunderbar. Und dann ist es hier, glaube ich. Erledigt, jawohl. Chloe passt auf mich auf. Einen besseren Bodyguard gibt es nicht. Ja, aber der sitzt da drüben. Der passt gerade gar nicht auf. Ich glaub's auch selber nicht. So, das Gleiche. Okay, alles nochmal abgeschlossen. Was haben wir denn? Laborwerkbank, Stimpack verdünnt und 412 EP. So, Quest begonnen, Nachschlag. Delbert Winters gilt es zu finden. Schauen wir nochmal. So. Das war der mit dem Steak. Ich muss erstmal gucken, dass ich meinen ganzen Scheiß irgendwie hier losbekomme, ne? So, was essen, was trinken muss ich auch mal. Hab ich eigentlich ein Runaway? Hab ich. Wunderbar. Und was zum Trinken. Das sieht ja schon viel besser aus. Ja, Pilze an der Decke, das ist nicht gerade gesundheitsfördernd. Reverend Delbert Winters, bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn. Bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt. Jedenfalls.
Als das alles passierte, dachte ich, wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden, vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar. Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Nicht? Ja, klingt gut. So, was war das? Holz als Brennstoff besorgen. Haben wir gemacht. Und jetzt ein Stück Braheimfleisch. Genau, der liegt ja schon zwar in Ewigkeit, aber hey, das ist alles, es geht noch. So, warte mal, Brahim Leder nimmst du mit, das Fleisch kann da liegen bleiben. Und dann erstmal fett ein Ribeye Steak. So. Gut, Keule. Auch. Und dann ist die Sache hier auch schon fertig. Okay. Nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Okay, das war da drüben. Gehst du mal rein. Mach's dir bequem. Habe ich auch gemacht. Okay. Quest abgeschlossen. Nachschlag. Bastelwerkbank, Holzreste, Stimpak. Und ein Level-Up. Sehr schön. Quest, eine letzte Abreise. Gut, dann. Das Schiff 5 erreicht, ein Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert, das juckt mich nicht. So, gibt's hier was? Improvisationstalent, verschleißen langsamer und die Reparatur ist günstiger. Eisenfaust für Melee-Damage. Einbrecher für Schlossknacken könnte man mitnehmen. Der einsame Umherzieher, den könnte man hochpushen. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts Praktisches. Also den. So, für 15% weniger Schaden. Sehr schön. Okay. Passt das? Ist irgendwas hier? Das Wurfmesser.
Gut. Kannst du noch was essen, ne? Gedärme, okay. Gegrillte Radkakerlake. Was trinken. Gut, und dann geht's weiter hier Richtung Flughafen Morgantown, das ist da oben. Doch, ich würde ganz gerne erst nochmal irgendwie hier mir mein Camp irgendwo platzieren. Dass das auch hier erledigt ist. Wobei hier, genau, ist ja eine Red Rocket Station. Na Jungs, alles cool. Okay. Kann ich da nämlich alles in meine Truhe rein lümmeln? Lagern. Hast du schon mal ordentlich was mehr am Start. So, 44er Patrone braucht man nicht. Brauche ich die 380er? Nee, ne, den brauche ich auch nicht. 10 mm auch nicht. Das gibt alles hier. Die auch nicht. Echt jetzt, das ist. Komm, tu's rein. Die Gewürze. Und den Rest kannst du eigentlich drinnen lassen. Oh Gott. So, Camp. Wo kann ich das denn ballern? Ich würde mal sagen, hier sieht's gut aus. Oder? Ja, doch. Also, wie war das? Z-Camp verlegen. Irgendwie mal. Mach's mal hier hin. So, das war jetzt, glaube ich, mit V, ne? Ja, genau. Oh Gott. Getränke, Treasuring, nee, das brauchen wir nicht. Ich brauche... Doch, das Schild, ja, ne? Doch, das muss ich ja bauen. Warte mal. Ich muss die zu meinem Camp locken. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Dauert wieder was länger, man kennt's. So, warte mal, wie war das mit C? Genau. Konnten wir die Böden bauen. Wie kann ich das? Kann ich das irgendwie drehen? Ja, genau. Mit E dann. So, dann eine Treppe hoch. Treppe, genau. Die so hochführt. Da müsste man da oben noch ein Boden dran bauen. Sieht zwar scheiße aus, ich weiß. Vortec Camp Pack, das brauche ich nicht. Ah ne, warte mal, ich muss das. Oh Gott. Das hier, genau. Das macht er nicht, warum geht das nicht? Brauche ich einen anderen Boden, ne?
was das geht. Mal. Zweimal. Was bauen ist immer noch kacke, hey, da hat sich nichts verändert. Dreimal. Und. Ja, geh einfach mal hoch. Viermal. Fünf. Und. Da. Okay, das sollte für den Anfang erstmal reichen. Hallöchen, lieber zweiter Zuschauer. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Dann brauchen wir noch die Wände. Machen wir hier ganz simpel. Erstmal die 0815 Wände hin. So, für den Anfang. Passt doch das hier alles ganz gut. Okay, und dann brauche ich noch so eine Wand mit einer Tür. Genau. Türen gab es hier. Nimmst die Standardtür als Bärchen und dann noch ein Dach irgendwie oben drauf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und sechsmal. So, dann weiter geht's hier. Die. Die Lagerkisten. Genau, erstmal den Stash, meinen eigenen Stash. Der kommt hier in die Ecke. Jawohl. Und natürlich auch den First Stash für den ganzen Schrott. Den gibt es wirklich nur im First Modus. Sehr schön. Das heißt, ich kann hier meinen ganzen Schrott rausnehmen. Machst du das mal, damit in der Kiste generell mehr Platz ist. Und dann kommt hier rein. Wunderbar. Da kann man hier, wie gesagt, die Sachen wie Munition, das kann man alles dann hier einlagern. Okay, gut. Was noch? Eine Waffenwerkbank wäre es mir sinnvoll. Die brauchst du ja auch noch. Bodendekor. Was gibt es denn hier? Oh Gott. Händler. Raum erstmal nicht. Bin hier allein hier. Sonstiges. Nein, also dann die Werkbänke. Herstellung, genau. Da nehmen wir Rüstungswerkbank. Ich brauche aber eine Waffenwerkbank. Die kann man ja irgendwie hier in die Ecke stellen. Oh Mann, das ist ungewohnt. So, mit E. Und natürlich auch die Rüstungswerkbank. Aber die geht dann noch ein Stück zurück, oder nicht? Nee, tut's nicht. Okay, lass stehen. Und was zum... Zum Kochen noch. Hier das. Was haben wir da noch? Kleines Kochtöns. Nee, komm, nimm die hier.
Gut. Haben wir soweit alles? Sehr schön. Das heißt jetzt noch die Geschichte hier hinsetzen. Das Schild. Quest. Das machen wir mal ganz provokant. Hier braucht das Strom. Es benötigt Strom. Okay. Übertragungsband ausgegeben. Bitte Datenband in beliebiges Übertragungsterminal einlegen. Ziel markiert. So, ich brauche Generatoren. So, also klein. Okay. Lade das Übertragungsband in einen Funkturm. Und übertrage und aktiviere die Verbindung. Oh Gott, wo ist denn ein Funkturm? War da oben der? Okay. Gehen wir mal schnell reisemäßig hin. Nämlich auch hier heute noch abschließen. Eine von den neuen. So, geht's hier hoch? Ja, da muss man. Was ist das da drüben? Weg da! Das gehört mir. Ich war zuerst hier. Ja, so geht's nicht, aber du brauchst einen 10er Schlüssel, Mädel. Dann geht das viel besser. So. Ein Mr. Farmhead. Narbolo jetzt nicht mehr. Bleischrott, super. Wenn ich recht erinnere, waren da oben auf dem oder bei dem Funkturm irgendwelche Supermutanten. Sagen wir da noch was? Nee, ne, okay. Okay, Responder Protectron, die lässt du mal leben. Die stehen immer wieder. Entweder erwischen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Rats. Muss ein nettes Plätzchen finden, wo ich mich heute niederlassen kann. Ja, da oben ist gut. Ja, also gehst, warte mal, erstmal gucken, gehst hier hoch, darüber und immer dem Fluss dann folgen. Und da ist echt ein guter Platz. Mach das mal. So. Potenzielle Quelle gefunden. Kannst mich mal. Also echt. So, hier eine Menge Stahlschrott. Würde ich sagen. Hier ist mal quer bei dir hoch. Ich finde es auch schön, dass sie jetzt diese Markergeschichte neu gemacht haben. So, warte mal hier, Sneaky Mac Sneak Sneak. Dann schaust du mal, was hier so rumpimmelt. Da hinten, ich sehe ihn. Verbrannten. Okay, das war nix. Hier der Herr Scharfschütz.
der Satz. War zu weit weg. Zeug. Okay, kommt auf. Jetzt aber. Okay. Ist hier nicht. Irgendwo ist noch einer. Hier ganz in der Nähe. Kalt. Wo denn? Mistgabel. So, auch hier wieder jede Menge Kruscht. Rückstoß gedämpft, Impro-Repetiergewehr. Hey, wir haben alles hier. Klemmbretter. Stimpack, schmutziges Wasser. Gasmaske. Right away. Gut, aktivier das Ding mal. Lade das Übertragungsband. Rudelband laden. Da. Nachricht hochgeladen. Initiiere Übertragung. Achtung, Konsumenten. Neues Geschäft gegründet. Bitte Crates Schatzsuche und Co. aufsuchen, um Güter und Dienstleistungen auszutauschen. Initiiere Slogan. Folge dem Schild. Ins Glück. Übertragung abgeschlossen. Okay, folge dem Schild ins Glück. Besser gesagt, ins Unglück. Warte ab. Wenn das Schild anlockt. Warte mal. Schatzsuche. Warte, da hinten waren Maulwurfsratten, ne? Da. Ist noch irgendwo eine. Okay. Na, du, wie? Wow, du bist nicht Crane. Was zum Teufel ist hier los? Du kennst Crane. Hat er dir was von dem Schatz erzählt, den er gefunden hat? Bewegung, kleiner Mann, ich warte auf jemanden und du sollst nicht da sein, wenn er eintrifft. Wo ist eure Bande? Raus mit der Sprache oder ich brat mir deine Augäpfel. Das klingt authentisch. Wow, wow, wow. Mach mal halblang.
Ich bin in keiner Bande. Crane ist schon eine Weile verschwunden. Hatte gehofft, ihn hier zu finden. Weißt du, wo er ist? Da weiß ich auch nicht mehr als du. Angeblich wurde er zuletzt in dieser Bar unterhalb von Ward 76 gesehen, nennt sich Wayward. Okay. Im Wayward, hä? Sollte ich vielleicht mal vorbeischauen? Danke für den Tipp, nicht Crane. Viel Glück dir. Die sehen doch so aus. Crane! Freie raus. Radikale. Komm raus, wo immer du bist. Das klingt doch gut. Na, ihr. Bist du Crane? Ha. Hast dich ziemlich gut eingerichtet. Du sollst Informationen haben, an denen unser Boss interessiert ist. Sag mir, wo der Schatz ist, dann lässt er dich in Ruhe. Versprochen. Okay, nee, ich trage lieber dein Skalpell, dein Skalp als Hut. Dreckschwein! Yep. Du willst dich also mit uns anlegen, was? Ja. Schmeiß den Molotow-Cocktail, Ellie, die Drecksau. Alter. Revolver, sowas eine andere. Kollege. Bring mir Crane. Letzte Sichtung Wayward. Geschlecht männlich. Statur mittel. Gefährlich angeblich. Nicht trotzdem vorsichtig sein. Die erste Person, die ihn dazu bringt, den Ort dieses Schatzes preiszugeben, kriegt einen Anteil. Sägewerk von West Virginia. 119 Route, 81A. Friendly. Okay. Gut. Alles klären. Das gleiche, dann haben wir das herausgefunden. Würde ich sagen, geht's zurück. Und wir starten hier. Bericht. Irgendwie. So, ich beginne da hin. Jawohl. Okay. Zwei Kronkorken. Machen wir das. Bessie. Okay, Bessie hat's drauf, hey. Cool. So. Wo ist er? Dort, okay. Du siehst nicht allzu mitgenommen aus. Hast du herausgefunden, wo sich diese Störenfriede verstecken? Ja, das habe ich. Klingt, als hätten sie ihr Hauptquartier im Sägewerk von West Virginia. Fantastisch. Da ist also ihr Boss. Jetzt musst du nur noch... Warte, Sägewerk von West Virginia? Das kann nicht sein. Du hast dich verhört. Und warum genau spielt das eine Rolle? Ich war vor einiger Zeit in der Gegend. In dieser Sägemühle wimmelte es nur so von diesen großen grünen Bastarden. Mutanten. Du kennst diese Monster, Duchess. Wenn diese Gang in der Lage war, sie zu vertreiben, dann könnten die Typen zäher sein als erwartet. Hast du eine Idee, wie wir vorgehen sollten?
Ich würde nicht aus allen Rohren feuernd da reingehen, es sei denn, es sind große Rohre. Du könntest dich auf dein Glück verlassen. Vielleicht reden sie mit dir. Aber ich bin dort dieser Familie begegnet. Die hatte es vermutlich auch schon mit denen zu tun. Bin außerdem noch auf einen schrulligen Wiederverwerter gestoßen, der behauptete, sich mit der Mühle auszukennen. Könnte sich lohnen, mit den einen oder anderen zu reden. Okay, erzähl mir von der Familie. Sie sind bei der Anchor Farm. Falls diese Typen sie nicht vertrieben haben. Aber falls sie noch dort sind, haben sie sich vermutlich mit ihnen arrangiert. Könnte nicht schaden, es herauszufinden. Okay, erzähl mir von diesem Wiederverwerter. Er lebt bei den Rummelplatzbuden in Tyler County. Er beharrte darauf zu wissen, wie man die Mutanten aus der Mühle vertreibt. Aber wie das geht, wollte er nicht verraten. Wahrscheinlich verrät er es eher jemandem, dessen Gesicht ihn nicht abschreckt. Okay, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Gut, denn mehr weiß ich nicht. Falls du noch nicht dort warst, die schnellste Route wäre zurück nach Vault 76 und von dort aus Richtung Norden. Und pass auf dich auf, du tust uns einen großen Gefallen. Okay, dann würde ich sagen, geht es mit diesem Auftrag beim nächsten Mal weiter. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt, wenn es hier weitergeht. Ja, es macht richtig, richtig Laune. Ey, gerade diese ganzen neuen Quests hier und die NPCs und alles. Und also, Hut ab, Bethesda. Das hättet ihr ruhig von Anfang an hier machen können. Ne? Aber hey, ich bin gespannt. Hey, ich freue mich mega, wieder hier sein zu dürfen. Und bin gespannt, was mich noch alles an tollen Quests und NPCs erwartet. Das ist erst der Anfang und sie haben bis jetzt echt eine richtig schöne Arbeit gemacht. Gut, aber wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund und ciao.